Hallo zusammen, ich bin Philipp Meier, 18, und bin im dritten Lehrjahr als Informatiker bei den Informatikdiensten der Stadt Thun. Mein Alltag besteht grösstenteils aus dem Support für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. Das heisst, ich arbeite im Service-Desk, nehme ein Telefon ab und helfe je nachdem auch gerade via Bildschirmübertragung beim Lösen der Probleme. Und ein grosser Teil ist das Einrichten von Arbeitsplätzen. Dort übernehme ich zum Beispiel die Verkabelung und die Geräte einrichten. Das heisst, ich weise die User im System zuweisen und die nötige Software installieren. Diese Aufgaben mache ich sehr gerne. Wenn mal ein Laptop oder ein Bildschirm nicht mehr so funktioniert, wie er sollte, nehmen wir Lernenden mit der Herstellerfirma Kontakt auf und behandeln die Garantiefälle. Wenn es nötig ist, organisieren wir auch gerade Ersatzgeräte. Als Informatiker musst du sicher eine gewisse Technikaffinität haben und neugierig sein, da sich der Bereich so schnell weiterentwickelt. Weil du mit den unterschiedlichsten Leuten zu tun hast, musst du sicher auch kontaktfreudig und geduldig sein. In dieser vierjährigen Lehre machst du zuerst ein Basislehrer in einem anderen Betrieb. Dort lernst du Grundlagen von Informatik. Du vertiefst gewisse Fachgebiete und machst auch gerade alle EUKAS. Im zweiten und dritten Lehrjahr gehst du jeweils 2 Tage pro Woche zu Bern in die Berufsschule. Dort hast du jeweils einen Allgemeinbildungs- und einen Informatiktag. Du lernst theoretisch, wie zum Beispiel die IT-Systemführung, hast aber auch Projekte, wo du etwas Praktisches machen kannst. Im vierten gibt es dann nur noch einen Schultag, der eine Mischung aus Allgemeinbildung und Informatik ist. Ich arbeite gerne bei der Stadt Thun, wo ich den Kundenkontakt schätze und immer alle sehr freundlich sind. Ich habe Einblick in alle 3 Teams der Informatikdienste. Das sind Service Desk, Support und Technik. Jedes Jahr kann ich in einem anderen Team sein und so sehe ich jeden Bereich der Informatik einmal. Hast du auch hier Interesse an der digitalen Welt? Dann bewirb dich doch und vielleicht bist du auch hier schon gleich ein Mitglied von unserem Team. Thank you.